politisch als aber interessant, zu unterstreichen, dass hier ein Lehrprozess für verschiedene Parteien stattfindet. Wir erinnern uns noch ganz gut an die Debatte von Mai 2009, wo Herr Angel, der uns in der LSAP gesagt hat, dass wir eine rein theoretische Möglichkeit, dass eventuell Minere könnten an das Centre de Rétention kommen, dass wir bestimmt keine Minere noch accompagnieren. Denn Herr Nico Schmidt, haut nach Minister in der Regierung, hat gesagt, die Minere kommen am Prinzip überhaupt nicht an das Centre de Rétention. An den aktuellen Justizminister von den Grünen, den Herr Felix Bratz, aktueller Justizminister, hat gesagt, gegen keine Minere dort kommen, die Tension wäre so kurz wie möglich. Und jetzt sind die drei Parteien, die aber Orlo von 72 Stunden auf 7 Tage herabsetzen. Das ist also ein Lehrprozess gewesen, ein Stück Realismus, den ich nicht mehr begrüßen kann, den aber an die Debatte rackend. Und ich muss sagen, dass wir als ADR, ging ich so an der ganzen Immigrationsdebatte, sind der Juren die Partei sind, die von Anfang an gesagt hat, wo die Schwerpunkte am Resonement sind, die von Anfang an eine andere Politik verlangt hat, aber wo man gesehen hat, dass sowohl national wie im europäischen Niveau Schritt für Schritt das, was wir gesagt haben, von Anfang an den Respekt von den internationalen Konventionen, Notwendigkeit vom Schutz von den Grenzen, Notwendigkeit vom Respekt für verschiedene Prozeduren, alles das, was wir sind der Juren so, könnt lös an die mehr realistische Politik ran, an das Lehrprozess, den als unendlich viel kostet, der mit schrecklichen Schwierigkeiten verbunden ist, mit viel menschlichem Leid, mit illegalen Überschreitungen von Grenzen, mit Leuten am Mittelmeer ertrinken, wenn man direkt auf den anderen Weg gehen, wie wir es präkonisiert tun, wäre es viel erspürt geblieben.